Ritter- und Feldbogen, Landesmeisterschaften, erster Platz Mannschaft, Deutsche Meisterschaften, zweiter Platz Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Oskar Lex, Schüler, Deutsche Meisterschaften, dritter Platz, Westdeutsche Meisterschaften, auch dritter Platz. Herzlichen Glückwunsch. Warum sind Sie Ortsvorsteher geworden? Weil mich die Belange des Dorfes immer interessiert haben. Sage immer, wenn ich etwas bewegen will, muss ich mich vor dem Karren spannen lassen. Und deswegen habe ich mich für den Ortsvorsteher entschieden. Also als Trainer will ich erstmal jedes Spiel gewinnen. Also einen Tabellenplatz möchte ich jetzt eigentlich als Saisonziel ungern ausgeben. Ich möchte einfach jetzt auch da viele jüngere Spieler nachrücken, jetzt viele gestandene Spieler, die Mannschaft verlassen haben, erstmal wieder ein funktionierendes Team zusammenstellen. Ja, wir haben jetzt hier nur noch quasi die Abbruchtaste in der Hand. Ja. Selbst neben dir war einer, der Lehrer. Ja, ich danke euch. Ich finde es richtig gut. Hier ist was los. Action, Dorf ist in Bewegung. Und
das Sprechen mit den anderen Dorfbewohnern. Dieses miteinander sprechen, ins Gespräch kommen. Ich bin begeistert. Die Sonne strahlt, es ist wunderbar, die Bedingungen können nicht besser sein. Ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr 2019.